Du, jetzt habe ich eine Frage. Ist Schnellladen im Regen gefährlich? Ja, ist sehr gefährlich für die Frisur. Für die Frisur? Ja, da haben wir aber kein Problem, nicht insofern ist es wurscht. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Geri, schau, was ich da mitgebracht habe. Was ist denn das? Da lacht das Herz. Da lacht das Herz. Audi e-tron GT. Wofür steht denn GT? Gran Turismo. Okay. Ja, das ist eine Fahrzeugkategorie, die gibt es seit ewig und drei Tagen. Das sind also quasi ganz sportliche Fahrzeuge, die aber so einen gewissen Alltagstauglichkeit, so einen Langstreckencharakter haben. Und die von der Form in Wirklichkeit alles ausschaut. Das heißt, sehr, sehr stark coupéhaft. Und das ist natürlich sehr dynamisch. Und das ist natürlich jetzt die dynamische Art und Weise, wie man Elektromobilität abbewegen kann. Kannst du dich erinnern, wie wir mal so in Linz waren? Haben wir ja über den Heckspoiler geredet. Genau. Das Fahrzeug kann eines. Es macht die Automatik mit einer gewissen Geschwindigkeit. Genau. Aber wenn du sagen willst, wie elektrisierend letztendlich das sein kann, ja, kannst du ihn selber aufstellen. Ja, das ist die sogenannte Eisdielenfunktion. Die Eisdielenfunktion. Die Eisdielenfunktion braucht man, wenn man daheim am Sonntagnachmittag im Ort an der Eisdiele vorbeifährt und sagen will, dass man einen Heckspoiler hat. Dann hat man natürlich dort nicht die Geschwindigkeit, dass der von der Lange aus fährt und so fährt er halt mechanisch aus und jeder sieht hier einen Heckspoiler. Ah. Ich hab's verstanden. Aber der Audi e-tron GT Quattro macht auch abseits der Eisdiele richtig Spaß. Immerhin bringt der Ingolstädter satte 350 Kilowatt an Leistung mit sich. Mit einem Drehmoment von 630 Newtonmetern geht's mit Allradantrieb in 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Der Audi schafft eine WLTP-Reichweite von 501 Kilometern. Über das 800-Volt-Bordnetz lädt der Akku mit bis zu 270 Kilowatt. Das verspricht unter Idealbedingungen eine Ladung von 5 auf 80% in nur knapp über 22 Minuten. Harry und Geri sind heute also mit einem echten Spaßgefährt am Start. Mit dem Audi wollen sie heute dort fahren, wo man richtig fahren kann, wenn man kann. Am Salzburgring. Wir haben uns also überlegt, wie schaut es also mit dem Verbrauch, mit dem Stromverbrauch aus, wenn wir auf dem Ring versuchen, möglichst exakt 80 Kilometer zu fahren. Das entspricht einer Rundenzeit von 3 Minuten 10. Und in der zweiten Runde will Harry den Unterschied zu einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h sehen. Also ganz ehrlich, mit dem Auto am Salzburgring 80 und 100 fahren, ist ja eigentlich ein bisschen Themenverfehlung. Ja, ja, Geri, aber heute geht es um steigenden Verbrauch. Wie viel verbraucht der e-tron GT bei 20 km/h mehr? Um das zu messen, muss Harry aber die Rundenzeiten ganz genau treffen. Ob ihm das gelingt, das sehen wir etwas später. Denn zuerst treffen sich unsere E-Profis an einer der schnellsten Ladesäulen der Gegend, am Hypercharger in Mondsee. Hier wollen sie das Ladesystem des Audi testen. Er verspricht immerhin eine sehr hohe maximale Ladeleistung. Das ist einer von den Ionity-Schnellladern, die können rein theoretisch bis 350 kW. Das werden wir nicht ganz brauchen. Das Auto hat eine Maximalleistung von so knapp 270 kW. Ja. Und das werden wir uns jetzt anschauen, wie das funktioniert. Du hast ihn dankenswerterweise ja leer gefahren. Hast und du, konditioniert? Und konditioniert. Was ist denn das? Konditioniert heißt, du hast die Ladesäule als Ziel eingegeben. Ja. Und um diese Schnelllademöglichkeit wirklich im Fahrzeug nutzen zu können, muss die Batterie natürlich in einem idealen Temperaturfenster sein. Ja. Und sobald das Auto weiß, du fährst zu der Ladestation daher, kannst du also am Weg daher die Batterie vorkonditionieren, sprich auf die richtige Temperatur bringen. Also, das Auto ist bereit. Damit rein mit dem Strom. Wir wollen immerhin noch auf den Salzburgring. So, wir aktivieren. Berühren Sie den Bildschirm. Ja. So, okay. Verbindung zum Fahrzeug herstellen. Das heißt, man nimmt das wir Teil. Wir stecken an. So. Aha. Und jetzt sagen wir Start und jetzt geht's los. Und jetzt sieht man schon 242 kW, jetzt geht's so richtig los. Jetzt muss ich mein Handy holen. 17,1 Kilometer pro Minute lädt er mit einer Leistung von 252 kW. Genau. Das ist ja turboaffengeil. Wir haben aber auch schon 5 Euro verdankt. Wir haben auch schon. Okay. Ausschneiden. Nein, nein, Geri. Wir zeigen hier nichts als die nackte Wahrheit. Mittlerweile beginnt es immer stärker zu regnen. Schön langsam wird es ungemütlich. Doch Harry und Geri stehen hier nicht alleine im Regen. An der Nachbarladesäule treffen sie David, einen begeisterten E-Mobilisten aus Linz.
David, wir haben dich jetzt zufällig also hier in Monza getroffen. Du bist mit einem Skoda da. Das ist das also der neue oder? Der neue Enyaq. Der neue Enyaq. Der 80 kW Batterie. Okay. Können wir mal schauen, was also uns die Ladesäule an Informationen gibt und was du, mit was du angefangen hast, wie viel das wir gerade laden. Erzähl uns ein bisschen was. Ich habe eingesteckt mit rund 20% Ladestand, ja. Bin dann mit 130 kW geladen. 130 kW, neuer Softwarestand? Das ist die neue Software, genau. Okay. Und jetzt bei 55% bringen wir noch 125 kW rein. Das ist eine gute Ladekurve, oder? Voll in Ordnung. Wie weit musst du jetzt noch aufladen, dass du so nach Linz kommst? Ich bin eigentlich schon wieder fertig. Ich war noch vorhin auf der Tankstelle, wo was zum Trinken gekauft und bin eigentlich schon wieder fertig. Wie viele Minuten hast du also da ungefähr? Also jetzt? 13 Minuten. 13 Minuten. Das reicht ja gerade für einen Kaffee und aufs Klo gehen, oder? Nein, das ist ein Stress. Ist ein Stress? Das ist ein Stress, okay. Das zusammenbringt, ja. Na bitte. Da geht Schnellladen fast schon zu schnell. Zumindest steht man dann nicht so lange im Regen. Aber apropos Regen. Regen und Strom? War da nicht noch etwas? Du, jetzt habe ich eine Frage. Ist Schnellladen im Regen gefährlich? Ja, ist sehr gefährlich für die Frisur. Für die Frisur? Ja, da haben wir aber kein Problem, nicht insofern ist es wurscht. Aber Gary, ich hoffe nicht fürs Auto. Nein, fürs Auto definitiv nicht. Das Auto ist auch für Regen gebaut und damit funktioniert natürlich auch Schnellladen bei Regen, ohne dass man irgendwo Angst haben muss. Es zeigt aber schon einen Punkt, der immer noch ein großer Unterschied zwischen Elektromobilität und der Verbrennerwelt ist. Die Verbrennertankstellen, also wie wir es da drüben haben, die haben alle ein Dach. So weit sind wir bei der Elektromobilität noch nicht, aber ich denke, das wird auch kommen, dass das einmal ein bisschen komfortabler wird. Damit wird es jetzt aber Zeit. Unsere zwei E-Profis haben den Audi e-tron GT abgehängt. Harry will jetzt damit zum Salzburgring und dort mit zwei unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten den Verbrauchsunterschied sehen. Er fährt zum Ring und lässt dort nichts anbrennen. Es geht sofort ab auf die Strecke. Dabei hat Harry Glück. Während es in Monza noch stark geregnet hat, ist es am Salzburgring noch halbwegs trocken. In der ersten Runde will er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Das entspricht einer Rundenzeit von 3 Minuten 10. Und die zweite Herausforderung, die wir also uns gestellt haben, ist, das gleiche mit 100 km/h zu machen. Das ergibt eine Rundenzeit von 2,30. Harry trifft die erste Runde fast perfekt. Nach 3 Minuten und 11 Sekunden überquert er die Stadtziellinie und hat dafür einen Durchschnittsverbrauch von rund 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auf der Uhr. Auf in die zweite Runde. Harry hat sichtlich Spaß am Audi e-tron GT. Diesmal muss Harry 2 Minuten und 30 Sekunden treffen. Wird Harry das auf der feuchten Strecke im Nesselgraden wieder genauso gut treffen? Fast. Diesmal war er 3 Sekunden schneller als geplant. Ein Minimalunterschied, den wir aber vernachlässigen wollen. Ja. Fassen wir nochmal kurz zusammen, also die Runde mit den 80er, da haben wir ganz grob 22 Kilowattstunden gebraucht und die schnelle Runde mit dem 100er Schnitt, da waren wir bei 35 Kilowattstunden, das heißt also ein gutes Drittel mehr. Nachdem es so viel Spaß gemacht hat, dreht Harry noch ein paar Runden am Salzburgring und will danach den Audi e-tron GT ein paar Minuten am Salzburger G-Schnelllader laden. Der Akku wird für den Schnellladevorgang vorbereitet und startet die Konditionierung. Jetzt heißt es für Harry aber Abschied nehmen vom Salzburgring. Es geht zurück nach Monza. Dort wartet Gary schon sehnsüchtig auf die Ergebnisse. Ich bin also mit dem Auto also zuerst eine Runde gefahren und bevor wir am Salzburgring waren von 50 Kilometer, habe ich ungefähr 20 Kilowattstunden gebraucht. Das entspricht sehr gut dem WLTP-Wert. Und wie ich also dann das Ziel eingegeben habe und er zum Konditionieren angefangen hat, ist natürlich der Verbrauch nach oben gestiegen. Warum? Ja, weil er natürlich die Batterie ein bisschen heizen muss bei den Temperaturen heute. Und das braucht einfach Strom. Aber mit 20 Kilowattstunden am Salzburgring. Das habe ich nur gebracht bei 80 km/h. Und wie wir mit 100 km/h gefahren sind, waren es über 30, fast 35. Also ganz ehrlich, mit dem Auto am Salzburgring 80 und 100 fahren, ist ja eigentlich ein bisschen Themenverfehlung. Ich habe mir nicht mehr drauf. Aber ja. Es war feucht, mit den Winterreifen. Also. Ja, also es war schon ein bisschen was gegangen. Ja, mit dir. Okay. Ja, das kann sein. Wir haben heute auf jeden Fall viel gelernt. Bei einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit steigt der Verbrauch massiv. Eine gut vorkonditionierte Batterie lädt deutlich schneller als eine eiskalte. Manchmal sogar so schnell, dass ein Ladestopp nicht einmal für einen gemütlichen Kaffee ausreicht.